Ja, hallo, willkommen zurück. Wir klicken jetzt mal auf Singleplayer und dann auf diese Map, die wir bekommen haben. Ja, jetzt sind wir am Ladebildschirm. Wir warten jetzt eben noch kurz, dann beginnt die Map. So, und schon sind wir auf der Map. Hier stehen jetzt ein paar Schilder, die werde ich vorlesen. Hallo. Herzlich willkommen. Dies ist meine erste Adventure. Okay. So reden diese monotonen Scheiß-LPler, ne? So rede ich jetzt auch jeden Tag. Hallo, herzlich willkommen. Dies ist meine erste Adventure-Map. Ich hoffe, du hast Spaß. Wird Spaß mit einem S geschrieben oder mit SZ? Viel Erfolg. Ich habe nur leichte Sprünge eingebaut. Ja, SZ, stimmt. Regeln: Keine Blöcke setzen oder abbauen, außer es wird dir gesagt. Keine Mods, spiele auf freundlich. Have fun. Ich habe keine World Edit benutzt. Wow, herzlichen Glückwunsch. Willst du jetzt einen Keks oder was? Also, ja, du kriegst sowieso einen. Meine Filmcrew ist dabei. Danke an dieser Stelle für fucking 5, ne, 6.000 Abonnenten. Ihr seid echt verrückt, dass ihr mich abonniert. Ich bin nämlich voll scheiße eigentlich, müsst ihr wissen. Ich bin nur so erfolgreich, weil, naja, ihr wisst, ich bin halt, man kennt mich aus diversen Filmen von YouPorn und naja. Nein, erstmal danke für 6.000 Abonnenten, ihr verrückten Mongos und verrückte Mongos, Junge, Feuerball. So ein Feuerball, Junge. Nimm die Finger von meinem Bier, du Fiekschnitzel. So, dann wollen wir spielen. Endlich diese Map. Und nochmal Dank. Da war, glaube ich, was. Oder auch nicht. Ich habe schon Halluzinationen. Wow, was für ein cooler Abgang. Es war der coolste Abgang, den ich je gesehen habe. Hey. Moin. Quiz. Habe ich mit oder ohne World Edit gebaut? Ohne? Mit. Natürlich mit, das ist doch total logisch. Hat er nicht am Anfang gesagt, dass er auch alles ohne gemacht hat, ne? Ich steck hier fest. Ah, jetzt bin ich unten. Jump and run, aber nicht so schwer. Ach, du bist so lieb zu mir. Ich habe dich gerade ganz leicht lachen gehört. WTF. Ja. Das ist meine Filmcrew, die ist irgendwo im Hintergrund versteckt und belästigt mich sexuell, geistig, sehr heftig. Ja, genau. So vor allem. Aber psch, das sagen wir keinen, dass ich eine Filmcrew habe wie Holly. Ja, der hat auch eine Filmcrew. Der hat im Hintergrund immer seinen lieben kleinen Bruder sitzen. Der kleine Alpha-Püpschu, du. Ja. Ich und Holly verstehen uns übrigens schon voll Knorke. Wir schlagen uns nur einmal die Woche. Nicht mehr dreimal. Nein. Ach, wir mögen uns eigentlich schon. Nein. Ich kenne ihn ja, er wohnt ja hier bei mir. Um die Ecke. 5 Minuten weg. Ist jetzt kein Scheiß. Aber ist wirklich so. Das finde ich gerade so lustig daran. Naja. Oh. Cool. Guck mal, Steine. What a bum! Oh, Scheiße. Ich schaffe es nicht rüber, ich bin so schlecht, ich bin Kacke. Oh. Ich habe einen Vorteil als Holly. Holly. Ich sag immer Holly. Holly ist ja auch richtig. Holly, denk dran. Oder eigentlich H0LLY heißt er nicht. Aber Holly ist, glaube ich, richtig. Ich sage immer Holy, weil ich das besser aussprechen kann als Holly. Ich sage immer Holy, weil ich keine Ahnung, sage ich halt. Und ja, natürlich, ist halt Urheberrecht, ne? Hallo, Holly ist ein heiliger Name. Deswegen Holy. Er ist halt Holy Shit, ey. Hat er nicht gesagt, das sind leichte Sprünge? Wieso schaffe ich die dann nicht? In letzter Zeit rede ich über Gott und die Welt. Über den Maya-Kalender. Und was haben die Illuminaten damit zu tun? So, ich hab's geschafft. Jetzt fliege ich auch noch, dann gehe ich wieder zurück.
La 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 la. Oh ja, das habe ich geschafft, das haben alle gesehen. Wust. Wow. Nein, nicht solche Sprünge. Ha! So, das habe ich jetzt. Ich habe es jetzt. Aber es ist lame mit dem Sheet mit Fliegen gewesen, oder? Nein? Okay. Ja, tut mir leid, ich wollte mal vorankommen. Ich kämpfe sonst ewig darum, wegen diesem einen Kacksprung, den ich zu doof bin zu schaffen. Ich glaube, hier geht's hoch, auch wenn ich nichts sehe. Einfach immer Leertaste drücken. Um die Ecke springen, 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 um die Ecke springen. Und Hundis! Hundis! Ah, die. Wie soll ich da hin? Ich will zu den Hundis. Ah, hier. Hinter dir! Oh, wow. Vom Baum zu Baum, folge den Glowstone. Ich bin Tarzan. Bam, 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 bam. Warum hat Tarzan eigentlich keinen Bart? Ich meine, er lebt jahrelang im Dschungel und hat keinen Bart. Und denkt, er ist ein Affe. Und er hat keinen Bart. Und ist erwachsen. Und hat keinen Bart. Ich meine, ich glaube nicht, dass bei erwachsenen Männern der Bart Wachs im Urwald aussetzt. Das bezweifle ich irgendwie sehr leicht. Kann ja sein, durch die Feuchtigkeit, dass dann der Bart immer abschimmelt. Das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ne? Also. Ich weiß nicht, ob ich den Sprung schaffe. Ah, oh, ich habe ihn geschafft. Ich meine, hallo, ich meine, ich schaffe das immer. Ich meine, hallo. Ich und so. Ja. Wie soll ich denn diesen Sprung schaffen darüber? WTF? Das ist biologisch unmöglich. Ja, wie soll ich denn den schaffen? Der ist zu weit weg. Hast du die getestet, die Map? Du Mongo, ey, nein, Spaß. Oh, ja. Du bist kein Mongo. Nur ein anderer Junge. Okay, ich bin runtergefallen. Ja, toll, ich muss echt vom Baum zu Baum springen. Heißt das, wenn ich immer hier runterfalle, muss ich ganz zum Anfang zurücklaufen, wenn ich kurz vorm Ende vom Baum falle, um dann die ganze Scheiße nochmal zu jumpen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay. So, dann gehen wir mal dahin, wo wir runtergefallen sind, und zwar hier, damit wir heute noch damit fertig. Damit wir heute noch damit fertig werden. Mit der Map. Ja, meine weibliche Kuh lenkt mich ab. Ja, ich hab, das ist der Vorteil im Gegensatz zu Holly. Meine Kuh ist weiblich, habe ich ja schon gesagt. Das ist halt einfach viel cooler, weißt du? Es kommt nicht so schwul rüber. La 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 la. Bam 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 bam. Dann bin ich oben. Ja, das Gefühl, ich bewege mich gar nicht hoch. Bla 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 bla. An dieser Stelle können alle Abonnenten, die an dieser Stelle sind, schreiben: Hallo. Nein, nein, nicht hallo. Was sollen die schreiben? Was sollen die schreiben? Schreibt einfach. Ich brauche ein Wort. Ich muss mich überlegen. Putzmeister, das schreibt ihr. So, ihr schreibt Putzmeister. Los, keine Angst. Ja, fragen wir nicht, wie wir auf Putzmeister kommen. Ich habe aber Angst. Soll ich springen? Soll ich springen? Soll ich springen? Yeah! Scheiße. Das ist doch scheiße. Jetzt bin ich wieder am Anfang der Map. Ich will hier raus. La 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 la. La 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 la. Wo habe ich einen Schalter? So. Freiheit.
So. Hat keiner gesehen, Inventar löschen. So, jetzt fliegen wir wieder hoch und tun so, als wäre nichts gewesen. Er müsste mal wo Safe Points einbauen. Ich meine, man muss einmal sterben und dann ist alles scheiße. Na, 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 na. Oh, ich höre TNT. Erst lesen. Ende. Ich hoffe, dir hat die Map gefallen. Gemacht von Flying Headnut. Sorry für meine Rechtschreibung. Ich mag Züge und Kekse. Leider etwas kurz, weil es meine erste Map ist. Naja, ich brauchte 10 Minuten, weil ich so dumm war. Aber naja. Wow, wer hätte es gedacht, mit den Chat-Bedingungen geht TNT los. Total einfallsreich. Das habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Okay. Ihr werdet es daran denken können, ab und zu Save Points anzusetzen. Die Map war echt kurz, eigentlich. Aber ich war einfach viel zu dumm. Ich habe das in 10 Minuten in die Länge gezogen. Du hättest bei den Bäumen irgendwas machen müssen, weil man muss ja einmal runterfallen, man muss ganz zurücklaufen und dann nochmal über die Bäume. Und hier ist eigentlich ziemlich schwierig rüberzukommen, weshalb allein das ewig dauern würde. Ich meine, siehst du, das schaffe ich nicht. Ein paar Sachen, das ist halt erste Map, ich verstehe es ja, ne? Aber da hätte man ein bisschen drauf achten müssen, weil allein hier komme ich ja gar nicht rüber. Oder sehr schwer, sag ich mal so. Ah. Was geben wir der Map für eine Zensur? Sie weiß es, meine Filmcrew weiß es nicht. Ah, oh, ich hab's geschafft. Ich weiß es nicht. Es ist zwar eine erste Map, er hat ein paar Fehler gemacht, sie war kurz. Aber weil es seine erste Map ist, geben wir eine 4 plus. Ja, 4 plus. Eine 4 plus, weil es seine erste Map ist. Sonst wäre es eine 4 minus bis 5 plus gewesen. Wir geben ihm halt einfach mal eine 4 plus. Er hat halt ein paar Sachen drauf achten müssen und so, ja. Trotzdem danke für die tolle Map und bis zum nächsten Mal. Tschüss.